Ich rümpfe auf jeden Fall mal die Nase, als er das vorschlägt. Dort müsste ich nachfragen, ob ich mir dies gestattet ist, aber wir werden sehen. Reden wir noch einmal über diese Welle am Richards Stoß, nicht wahr? Am Richard, das ist zumindest der Name dieses Dunkelrochen. Wie hoch sind diese Wellen wohl? Nun ja, sie fegen zumindest über Zitraken. Ein fünfgehörnter Dämon, der aus einer der tieferen Niederhöllen stammt, ist wahrlich mächtig. Da reicht auch ein Horn. Wenn man allerdings fünf daraus macht und dieser Diener dann einzigartig ist, dann... Ihr könnt euch sicherlich den Rest denken. Wir sind also in 8 Meter Höhe plus 3 Decks einer Dämonenleiche nicht in Sicherheit davor. Es ist ein Dämon, der explizit für den Kampf zu Wasser ausgebildet worden ist, beziehungsweise dafür beschworen wurde. Er kann suchen und vernichten, er kann die Meeresströmung verändern, Unterwasserstürme erzeugen, Mahlströme. Er ist der perfekte Diener für den Kampf im Wasser. Zum Glück wollen wir ja nicht im Wasser kämpfen, sondern auf der Plagenbringer. Es kann übrigens auch sein, dass der Skylafotai, eine Flammenqualle, ebenso beschworen wird, oder Turgot, die Jahrhundertwelle, ein siebengehörnter Dämon, auch das ist möglich. Es gibt auch neungehörnte Diener, die ich allerdings hier in diesem Rahmen nicht benennen möchte. Ihr scheint mir sehr vertraut mit der Dämonologie. Nun, ich war teilweise fehlgeleitet in meinen Jahren, konnte mich allerdings aus dem Griff befreien, habe allerdings schon viel Erfahrung damit gemacht. Dann beten wir einfach, dass Palingan uns nichts entgegenwirft, das nicht mit Feuer und Stahl gebannt werden kann. Wenn die Magier versagen. Falls die Magier versagen, verzeiht. Nein. Ein roter Blick von Abelmir. Sicher, die Götter stehen uns bei. Ich hoffe, dass auch eure Akademie uns beisteht. Habt ihr denn für unseren noblen Zweck keine Magier, die ihr dafür bereitstellen könnt? Unsere Magier, beziehungsweise die Magier des Halle des Quecksilbers, kämpfen in Richtung Norden. Diejenigen, die ich in Valusa habe, ich glaube, ich bin darübergehend informiert, dass ihr bereits mit einer meiner Magierinnen, die den Stab tragen, gesprochen habt in Valusa. Sie kämpfen eher in Richtung der Schwarzen Lande, wenn Yol Gurmak vordringt, und auch aus Richtung Süden von Mendena. Aktuell ist allerdings die Herrscherin aus Yol Gurmak wesentlich mehr das Problem. Ich kann also keine Magier entbehren, die ich vom ODL abziehen kann. Könnt ihr oder der Herr von den zehn Oberlaboratorien uns unterstützen mit Tränken oder mit Wissen aus Büchern? Wenn ihr die Schriften einsehen könnt, so je nachdem, wie lange ihr hier bleiben wollt, ist das natürlich möglich. Ich gebe euch in Abwesenheit von Spektabilität Montagonis die volle Freigabe über die Bibliothek des Halle des Quecksilbers. Können wir auch Bücher mitnehmen? Mitnehmen? Ja. Gegen ein gewisses Entgelt wäre eine Kopie davon möglich. Ich vermute, ihr habt diese Kopien schon oder müssen die noch erstellt werden? Wir haben selbstverständlich auch Kopien zur Mitgabe da, ja. Gut. Könnten wir uns wieder auf die Plagenbringer fokussieren? Ja. Wir müssen irgendwie an den Lederschwingen vorbei. Wie machen wir das? Können wir uns einfach unter Deck verschanzen und hoffen, dass sie über uns hinwegziehen, ohne Schaden anzurichten? Das hat das letzte Mal ja auch geklappt. Mussten wir nicht durch. Mit Waffenbalsam beschmierten Bolzen abschießen. Wir bräuchten mehr Bogenschützen. Wir bräuchten viel mehr Bogenschützen. Und vielleicht einen kleinen Aufbau, damit ein wenig Holzüberdachung, damit diese Wesen nicht so leicht an die Bogenschützen herankommen können. Und daran arbeitet Fogform ja bereits.
Ja. Hm. Wir könnten versuchen, ob wir dem Stadtrat ein paar Bogenschützen aus dem Kreuz leiern können. Ich sehe da aber keine große Erfolgswahrscheinlichkeit. Vielleicht können wir auch den restlichen Infanteristen lange Speere geben, damit sie eine Phalanx aufbauen können. Wenn die Wesen in diese Speere hineinfliegen, töten sie sich selbst und kommen nicht an die Männer ran. Ich bin mir nicht sicher, aber gibt es nicht Schutzkreise gegen solche Chimären? Das sollte möglich sein. Wenn wir die nächste Frage ist, wie schnell können diese Wesen sich bewegen? Sie können diesen Schutzkreis doch nicht betreten. Und wenn sich die Bogenschützen innerhalb dieses Schutzkreises aufhalten, sind sie für die Chimären unerreichbar. Ich fürchte nur, dass der Schutzkreis, den wir dort wirken, erstens schwierig zu wirken sein wird und zweitens nicht nur diesem Wesen schaden wird, sondern auch dem Grund, auf dem er gewirkt wird. Ein Schutzkreis ist immer eine sehr spezifische Sache. Sie wirkt gegen nur eine bestimmte Art, eine Chimäre, einen Dämon, einen Geist oder wie auch immer. Und wenn man diesen Schutzkreis noch näher definiert, wenn man nähere Informationen über diese Lederschwingen herausbekommt, dann kann man diesen Schutzkreis noch effektiver gestalten. Gut, dann kümmert euch darum, dass sie mir nicht die Mannschaft vom Deck reißen. Weiter. Das war die zweite Plage, Geschützfeuer. Wenn wir uns auf unsere Schnelligkeit verlassen müssen und hoffen, dass nichts Wichtiges getroffen wird. Wenn wir noch Holz hätten oder Stahl, könnten wir vielleicht die Arche von vorne panzern. Könnte man nachher mal reden, ob wir noch eine Umformung vornehmen können, bevor es losgeht. Magistra Kulra, beherrscht ihr zugleich den Fortifex? Oder eurer Mutter, die Erzmaga? Selbstverständlich beherrsche ich den Fortifex. Das ist ein sehr effektives Verteidigungsmittel in Schlachten. Dafür wurde er entwickelt. Fängt er denn Geschützkugeln ab? Dafür wurde er entwickelt. Nun gut, dann verlasse ich mich einfach mal auf euch. Weiter geht's, die dritte Plage. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Aus Al-Anfa, blickt dann zu Kiaras, aber genau für diesen Schiffskampf wurde er entwickelt, um Rotzenkugeln fernzuhalten. Gut. Ja, sehr nützlich bei unseren Schiffen. Die dritte Plage, Tlaloxwürmer. Erinnert mich noch einmal, wie genau werden die uns gefährlich? Nun, sie sind Tang. Tang, der um das Schiff herumtreibt, in dem sich Morphus verbergen oder, wie gesagt, diese Chimärenwesen von Vermis Gulmaktar. Die eine Hälfte ist krabbenartig mit Scheren ausgestattet und die andere Morphus mit spitzen Stacheln, die durch Rüstung dringen. Nun ja, und die Schläuche sind, glaube ich, erst einmal irrelevant. Das letzte Mal, als ich mit einem Morpho zu tun hatte, hatte ich nicht den Eindruck, er könne an den Spinnenbeinen einer Arche hochklettern. Gehe ich da richtig in der Annahme? Sie sind unglaublich langsam und wenn ihr euch auf euren Spinnenbeinen halten könnt, dann sollte das auf keinen Fall Problem sein. Nur, für normale Schiffe ist dies wesentlich gefährlicher. Wenn beispielsweise eine Talucke, eine Zedrake entgegensegelt, eine Chivone, die werden gnadenlos sich im Tang verfangen und das Unterdeck wird dann von Morphus aufgerissen. Und danach kommt erst Plage Nummer 4. Wir sind also noch lange nicht am Ende. Amrischutzstoß. Eine riesige Welle, die uns vielleicht von den Beinen reißt. Dieser Dämon oder diese andere, die Jahrhundertwelle, wie ihr ihn nanntet. Ihr könnt ihn bannen, ja? Wir können es probieren. Ein Fünfgehörter lässt sich nicht so einfach bannen. Magnifizenz, ihr seid schließlich die Beste. Ich schaue gerade mal nach. Also sie wird den wahren Namen für einen Amrischot wird sie nicht haben. Den kann sie lernen. Die kann man nicht einfach so... Der liegt auch nicht irgendwo rum. Nicht für einen Fünfgehörnten.
Nicht mal in Qualität 1. So, ich guck gerade mal nach, was ein Amrit-Schot an Beschwörungen. Also, sie wird den Pentagramma beherrschen und du kannst davon ausgehen, dass sie den auch auf. Gehen wir einfach mal von einer 18. 18 oder mehr wird sie diesen Pentagramma auch können, wenn sie eine Erzmager ist. Mit den dazugehörigen Attributen. Der Amrit-Schot als. Hat eine Beschwörung von plus 36, eine Beherrschung von 18. Und wenn du kein Charybdoroth-Paktierer bist, wenn du keine günstigen Sternenbedingungen hast, wenn du ja vielleicht nicht Yamesh Aquam oder sowas in der Hand hast, dann wirst du mit einer plus 36 in einem Kampf unter umständlichen Bedingungen wirst du den nicht verbannen können. Da kannst du tun und machen, was du willst. Und wenn man Yamesh Aquam in der Hand hat? Dann ist das natürlich erleichtert um 3. Das macht den Kohl fett. Okay, danke. Also die plus 36, Entschuldigung, die plus 36, minus 3, dann ist es nur noch um 33er Schwert. Ja, das ist locker. Also ist es kein Pentagramma minus 3, das ist es nicht. Ja, aber da kommen auch Tuschläger zu, für gehörnte Dämonen und für das ist schon Existenz, oder? Das ist der Pentagramma. Also hier steht einfach Beschwörung, also. Schwierigkeit für den und dementsprechend auch wird die... Johnny kann mich da jetzt gerne korrigieren, aber die Entschwörung wird ähnlich laufen, oder? Nee, Pentagramma ist Beschwörungsschwierigkeit. Ist, wenn er gehörnt ist, erstmal 7 plus die Entschwörungsschwierigkeit mindestens. Ja, plus 9, oder? Oder plus 9, genau. Und dann, plus und dann kommt noch theoretisch hinzu, wenn er noch Existenz hat, nochmal plus 7. Oder manifestiert ist, dann nochmal plus 7. Also... Du kannst davon ausgehen, ein 5 Gehörnter wird auch nicht in einer halben Stunde beschwört. Da nimmst du dir mehrere Tage für Zeit, da wirst du dann Kerzen aufstellen, du wirst ein Pentagramm zeichnen und das kannst du natürlich jetzt auch alles in diesen Tagen versuchen, aber du beschwörst den nicht in einer halben Stunde. Das wird dann mehrere Tage dauern. Du wirst dann auf Sterne warten, du wirst dann die richtigen Kerzen gießen und so weiter und so fort. Und das sind dann auch Paktierer, die den rufen. Die haben dann natürlich Erleichterung. Du kannst ihn entschwören. Es gibt genug Techniken. Du musst die Diamantvariante können, dann kannst du im Diamant schon mal irgendwie 5 Punkte Erleichterung holen. Dann hast du das Bandschwert dabei, da kriegst du nochmal einen Punkt Erleichterung. Ja, genau, also genau. Das ist alles möglich. Dabei. Alles möglich, aber Abelmir muss das eben auch können. Hast du ein Bandschwert? Vorbereiten, vor allem. Vorbereiten. Ja, genau. Hast du ein Bandschwert, Abelmir? Nein. Dann auf dem Teppich oder so das Pentagramm, dann lässt das ausrollen von der Diener, dann hast du eine Beschwörungszeit von 3 Aktionen ja, plus 1 bis 3. Das Ganze kannst du dann locker gegen so einen Dämon nochmal verdoppeln, weil ein paar Aktionen muss das Schiff dem Wellen standhalten können. Und dann bannst du das Ding in unter 10 Aktionen. Richtige Kleidung vielleicht auch. Ja, plus 36, also da glaube ich nicht dran. Ich habe die Pentagramme auf 11. Also, deswegen frage ich nicht euch, Hansel, deswegen frage ich Kulva. Genau, also, sie würde den irgendwie können und unter richtigen Umständen kann sie eventuell diesen 5 Gehörnten wegschicken, wenn ihr sie verteidigt, wenn ihr dafür sorgt, dass sie nicht angegriffen wird. Dann kann sie sowas versuchen, genau. Dafür sind wir da. Oder wir hauen mit 200 Mann und Waffenbalsam auf dem Vieh ein. Sollte das nicht gehen... Kann man ihn erschießen? Er hat eine Gestalt, einen Körper, richtig? Er besitzt... Ist er unter Wasser oder treibt er oben? Er besitzt, wenn er möchte, die Gestalt eines Rochen. Allerdings werde ich davon ausgehen, dass die Gestalt nur in diesen Körper gebannt ist, solange er auf die Ehre wandelt oder schwimmt. Und da es eben ein, nun ja, Rochen ist, wird er höchstwahrscheinlich unter der Wasseroberfläche treiben. Hilft uns also nicht. Vielleicht hat Numinoros ja einen Trick im Ärmel. Ansonsten müssen wir uns darauf verlassen, dass die Beste der Besten das schon hinkriegen wird. Weiter. Die fünfte Plage. Enterkommandos. Das ist endlich mal etwas, womit ich klarkomme. Denen kommen wir mit Feuer und Stahl bei. Wie viel Mann sind denn auf dieser Plagenbringer denn überhaupt? Wie groß? Dieser ist 200 Schritt lang, glaube ich. Wenn wir von... nicht den profanen Söldnern und Piraten ausgehen, sondern nur uns einfach mal die Untoten ansehen, die dann als Leichen vielleicht mit Katapulten verschossen werden oder ganz normal entern, dann, nun ja, Untote brauchen keine Luft zum Atmen, sie brauchen kein Essen, kein Trinken. Wenn man sich einen Lagerraum vorstellt, der etwa 200 Schritt lang ist, mehrere Stockwerke umfasst, denn die Plagenbringer besitzt mehrere Stockwerke, wie wahrscheinlich ebenso eure Arche, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie viele Untote sich auf diesem Schiff befinden.
Aber hier ist die kleine Größe unseres Schiffes ausnahmsweise mal auf unserer Seite, denn sie werden nur eine begrenzte Menge an Untoten gleichzeitig über die Planke schicken können, vor allem wenn sie von einigen gut positionierten Männern gehalten wird. Und das ist alles, was wir brauchen, um reinzugehen und Polygon zu töten. Wäre ich der Kommandant auf dem anderen Schiff, würde ich sie einfach auf Katapulte laden und rüberfeuern. Wie viele Katapulte kann die Plagenbringer schon haben? Und einen einzelnen Untoten werden unsere Wachmänner hinten sicherlich niederhauen können. Andernfalls müssen wir halt dafür sorgen, dass uns die eigentlichen Entermannschaften gar nicht erst erreichen. Dass wir Reichweite halten, schauen, wo zwischen den Beinen eine Lücke ist und uns dort irgendwie verklemmen. Das bringt mich zum dritten und zum sechsten und ich muss sagen, einfachsten Punkt. Wahrzeichen dürften kein großes Problem sein, denn aus Erfahrung wissen wir, dass wir schneller und wendiger sind als die Plagenbringer. Die mag zwar sehr viel größer sein, aber durch die drei Seeschlangen ist sie auch schwerer zu bewegen. Aber sie wird viele, viele Rotzen haben, oder? Hornissen. Weit mehr als wir. Richtig, deswegen müssen wir am besten von Unterdeck angreifen. Wir müssen jetzt erst mal rankommen, überhaupt, oder? Von kleinen Geschützen sind. Ich glaube nicht, dass es eine gute Taktik ist, um sie herum zu spazieren, wenn sie aus allen möglichen Richtungen schießen können. Um sie herum will ich nicht. Nach Möglichkeit direkt von hinten angreifen oder von der Seite, wo die Beine am schwächsten sind. Wir können auch versuchen, uns direkt in eines zu verbeißen, damit sie es nicht bewegen kann und die Lücke ausnutzen. Wir sollten außerdem versuchen, außer Reichweite der Seeschlangen zu bleiben. Also am besten vom Heck her attackieren. Da werden auch die wenigsten Geschütze ausgerichtet sein. Wir hatten mit einer Schlange schon Probleme. Weil wir sie nicht töten wollten. Und so geht die Diskussion noch viele Stunden weiter. Ihr könnt euch dann, nachdem ihr den einen oder anderen Plan beratschlagt habt, noch einmal darüber nachgedacht habt, wie viele Plagen es sind, wie man sie über mehrere Varianten eingeht, nicht nur ein Plan A, sondern B, C oder D erarbeitet, gemeinsam mit der Magistra, gemeinsam mit Tarlisin von Borbra, dem sehr unheiligen Magier, wenn man so möchte, über den ihr viele ungute Geschichten gehört habt. Wird die Nacht kommen. Ihr könnt dann schlafen. Euch wird selbstverständlich von den Handelskontoren Zirkewist ein Haus gestellt, in dem ihr dann unterkommen könnt. Ahmad wird im Tempel nächtigen, während Ömer... Ja, wie möchte Ömer nächtigen? Er wird abends spät wieder zurück zum Schiff gehen, um auf dem Schiff zu übernachten. Okay, mit den anderen Seefahrern. Ich würde vorher nochmal beim Leiter der Zinnober-Laboratorium nach Schwarzem Mond fragen. Schwarzer Mond? Mhm. Was kann der? Wofür brauchst du das? Er verdoppelt die Regeneration über Nacht. Okay, sowohl von LE oder von ASP. Wird er die geben. Das ist okay. Du sollst voll in dieses Finale gehen. Ja, vielleicht L dann auch, oder? Keine Ahnung. Ist das irgendwie abhängig? Ist das abhängig machend? Nein. Okay. Gut, dann könnt ihr alle regenerieren. Kiaras hatte ja auch SP bekommen, einfach durch die... Ja, weil es ja scheiße kalt ist. Genau, richtig. Kann ich mir bessere Winterkleidung besorgen? So richtig schön alles Pelze, Felle und du? ich renn als so fetter Fellbär jetzt. Kannst du? Wir haben doch welche besorgt im Perikum. Dann hast du allerdings nicht auch... Nicht genug. Solange du sie trägst, hast du auch Behinderung, ne? Also Kälterüstungsschutz ist auch gleich Behinderung. Das ist mir absolut egal. Gut, wollte ich nur noch einmal dazu sagen. Könnt euch dann also eindecken, könnt dann auch um Bücher organisieren und dann verschiedene Zauber noch lernen, wenn ihr noch was braucht. Könnt euch weiter mit der Magistra, mit der Erzmager Kohlrab unterhalten, die sehr unangenehme Mutter von der auch schon unangenehmen Magistra Kohlrab, die auch unsere Hexe schon zur Verzweiflung getrieben hat, Romilly, die sehr unter ihr gelitten hat. Was würde sie wohl zu dieser Mutter sagen? Talisin von Borbra verabschiedet sich dann irgendwann im Laufe des Abends mit einem Transversales. Dringende Geschäfte, die ihn zu anderen Städten der ODL ziehen. Der Kampf gegen die Schwarzen Lande muss weitergehen. Wenn er abends nicht auftaucht, gehe ich immer suchen. Wie es weitergeht am nächsten Tage mit Ahmads Rüstung und den letzten Vorbereitungen, das sehen wir nach einer Pause. Im Verlauf der Nacht könnt ihr, wie gesagt, euch weiter mit den Magiern unterhalten, weitere Pläne ersinnen, besprechen und dann hatte Jarlan noch irgendetwas vor. Also wenn Ömer sich abends nicht in unserer Unterkunft einfindet, dann werde ich mal nach ihm suchen gehen. Erst am Boot und dann am zweitschlechtesten Gasthaus in der Stadt.
Dann wirst du ihn wahrscheinlich gerade am Boot finden. Das macht das Ganze einfacher. Wenn er gerade mit so ein bisschen nach Honig riechend aus dem Mund dann nicht torkelt, aber auf dich zugeht. Immer, immer, wo seid ihr denn gewesen? Hoher Herr, ich musste doch euren Auftrag erfüllen und ich habe auch noch etwas Gutes getan. Was denn? Ach ja, Bericht. Er zwinkert zwar mit den Augen. Ja, der Geweihte ist, nein, Ahmad, euer Gnaden, ist in den Tempel der Löwen gegangen, hat dort etwas über einen Splitter gesagt, den wir bald holen wollen. Dann hat er gesagt, dass wir hier Reis abliefern. Dann hat er um eine Weihe gebeten. Dann hat er dort noch trainiert und wollte da auch übernachten. Ja, der müsste jetzt also im Tempel der Löwen sein. Er hatte meine Weihe gebeten. Was für eine Weihe? Eine Weihe? Weiß ich nicht. Erinner dich mal an... Rüstung weihen? Kann das sein? Ich glaube, die Worte sind gefallen. Na gut, na gut. Und nächstes Mal kommst du mit sowas direkt zu mir. Aber wo wart ihr denn? In der Akademie. Aber jetzt bis jetzt gerade? Bis vor einer Stunde. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, ihr kommt dann wieder zurück zum Schiff und übernachtet hier, genauso wie ich. Ich bin wohl doch von falscher Schlussfolgerung ausgegangen. Ja, geh zum Kontor Zirkelwesten und wird dir ein Bett geben. Sag, dass ich dich geschickt habe. Klar, mach ich. Auf zum Rundrundtempel. In später Stunde. Man torkelt und dann läuft man doch wieder halbwegs gerade zu seiner Unterkunft. Ja, im Rondra-Tempel hattest du beim letzten Mal den Chorgeweihten Bisfrabul Blutschluck. Du erinnerst dich, als du gerade die Stufen betrittst, wirst ein bisschen langsamer, hast kurz vor deinem geistigen Auge wieder das Bild, wie der Kopf von Bisfrabul zerschnitten gegen das Tor prallt, aufplatzt und ein sehr unwürdiges Bild, was dir dann noch von diesem Geweihten geblieben ist. Und während du gerade zurück aus deiner Trance kommst, kannst du erkennen, wie auch der Geweihte schon vor dir steht, der dich merkwürdig anschaut. Ja, möchtet ihr auch mit mir reden? Ihr steht schon seit 10 Minuten hier. Wie? Oh, verzeiht. Euer Ehrwürden, ist das ein Tempelvorsteher? Du siehst, dass er wohl ziemlich alt ist, weiße Haare, ihm fehlt wohl der Arm, könnte sicherlich sowas wie ein Vorsteher sein, bist du nicht ganz sicher. Dann bleibe ich einfach mal auf der sicheren Seite. Euer Ehrwürden, ich muss um ein Gespräch mit euch bitten. Worum soll es gehen? Kommt rein. Ja, vielen Dank. Wie ich rein, an eurer Narbe erkennen kann, die Straßen tragen Gerüchte zu mir. Ich muss euch wohl danken, dadurch, dass ihr die Stadt mit Reis versorgt habt. Das war das Mindeste, was wir tun konnten. Schließlich hatten wir die Möglichkeit, blutige See schnell zu durchqueren. Deswegen bin ich hier. Mein Kamerad Ahmad Ibn Nasreddin war hier, nicht wahr? Er ist immer noch hier. Er hatte vor einigen Stunden hier trainiert und hat sich aber mittlerweile spät in der Nacht ins Bett gelegt. Wollt ihr ihn sehen? Nein, ich muss euch über ihn was erzählen. Ihr solltet vielleicht vorsichtig sein, wie viel Vertrauen ihr ihm entgegenbringt. Ich habe doch starken Grund anzunehmen, dass seine Ehre stark ins Wanken geraten ist in jüngster Zeit. Seine Ehre? Seine Ehre. Vor der Göttin. Vor der donnernden Himmelslöwin. Er hat... Alter, auf der... Kurze OC-Frage. War er damals bei der Besprechung der Stadträte dabei? Nein, da war Ragnar dabei, aber Ahmad ist erst in Kuntium dazugekommen. Nicht er, ich meine den Rondrein, den hochgewollten. Nein, war er nicht. Aber du hattest ihn irgendwann kurz gesehen, als du mal mit Bisfrabul hier schwand. Das warst, ja. Aber er war nicht dabei. Eine Frage von Nobel, das war es gut, da muss ich es ihm erzählen. Ich weiß nicht, ob die anderen Stadträte den Tempel der Rondrein informiert haben, aber er dient derzeit als Steuermann der Dämonenarche Perlenwacht. Als Steuermann. Als Steuermann. Die Arche wurde von göttergefälligen Kräften gekapert und nun gegen Xeran gewandt. Ich fürchte nur, dass diese Zeit ihnen sehr stark zugesetzt hat. Das Konzept eines Steuermanns ist mir nicht bewusst. Zumindest nicht auf einer Dämonenarche. Ja, er hält den Halbdämon unter Kontrolle mit seiner Willenskraft. Das ist doch ein gutes Zeichen.
wenn ein Geweihter der Göttin das tut. Aber mir sind in letzter Zeit viele Dinge aufgefallen, die nicht für ein ehrenhaftes Verhalten sprechen. Er hat sich der Forderung zum Zweikampf entzogen. Er hat einem unbewaffneten Mann, der um Gnade gebeten hat, ins Bein gehackt. Er schickt einen ungerüsteten Zehnjährigen, der keinerlei Ausbildung erhalten hat, regelmäßig in den Kampf mit sich. Es ist, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll und wieso das Varondra steht und hatte gehofft, dass ihr da einen Rat hättet. Und ich wollte euch nur davor warnen, dass ihr vielleicht Vorsicht walten lasst. Das letzte Mal, als es zu einem Missverständnis zwischen der Leitung der Arche kam und ihm, setzte er einen neuen Kapitän ein, der sich hinterher als Paktierer der Nachtblauen Tochter herausstellte. Es könnte natürlich nur ein Zufall gewesen sein, aber zusammen macht einen so etwas nachdenklich. Ich dachte mir, dass ihr es am ehesten wissen solltet. Sein Gesicht verschließt sich, er runzelt die Stirn. Ahmad und Yalan überzeugen, und zwar konträr zueinander. Schauen wir einfach mal, wer den besseren Eindruck macht. Als Geweihter der Leuen hat Ahmad sicherlich viel überzeugt. Okay, kann mich auch viel überzeugen. Schauen wir mal. Das reicht mir. Eure Worte erfüllen mich mit tiefer Traurigkeit. Und mich füllt es mit tiefer Traurigkeit, dass ich überhaupt über einen Diener der Himmelslöwen so sprechen muss. Aber es scheint mir notwendig zu sein. Ihr wirkt auf mich wie ein ehrlicher Mann. Nein. Ich frage. Soll ich ihn morgen darauf ansprechen, ihn konfrontieren, oder haltet ihr für das Beste, für eure Mission, für Eila, dass, so sehr es mir widerstrebt, dass diese Tatsache weiterhin verborgen bleibt und nicht darauf angesprochen wird. Es kann natürlich sein, dass, wenn ich jetzt ihm sage, dass der Kapitän über ihn schlecht spricht, dass dies euch in einem schlechten Licht dastehen lässt. Es geht mir nicht um das schlechte Licht, in dem ich dastehe. Er hat sowieso keine große Meinung von mir. Aber wir werden morgen in die Schlacht aufbrechen. Und ich halte es für unweise, ihn so kurz davor vielleicht zu verzweifelten Taten zu bringen. Es ist besser, ihm ein Auge behalten zu können, während wir mehr wissen als er. Also gut. Versichere euch, wenn er sich wirklich von Rondra abgewandt hat, werde ich schon dafür sorgen, dass ihn seine rechte Strafe ereilt. Aber nun, gebt darauf Acht, was er noch im Tempel tut. Deine Rachsucht hat die Auswirkung, dass die Geweihten, die NPCs als Geweihte nicht weiter mitbeten und sie legen nicht die 9 Punkte, die ich ausgewürfelt hatte, in den Pool. Beziehungsweise die 9 Drittel, also die 3 Punkte Erleichterung. Damit würde sich die Rüstung am nächsten Tag für Ahmad leicht etwas nach unten verändern und die Rachsucht von dir ist damit vergoltet. Dann müssen wir uns gleich nochmal anschauen, wie die regeltechnische Rüstung von Ahmad aussieht. Dazu kommen wir dann gleich, wenn Ahmad am nächsten Tage den Singsang anstimmen kann und die Objektweihe beginnt. Ich will, also ganz kurz, ich würde schon gern Grund von den Typen wissen, warum sie plötzlich sich dagegen entschieden haben. Sie werden mitbeten, aber du merkst, dass sie sehr leise sind und du wüsstest, okay, würfel mal gerne eine Menschenkenntnisprobe. Sie werden versuchen, das zu verbergen, aber ansonsten, wenn du die Menschenkenntnis nicht schaffst, dann wirst du das nicht mitbekommen. Okay. Aber die beten doch nicht zu Rondra, wenn sie denken, ich bin Paktierer oder sowas. Von Paktierer sagte keiner was.